Das Landgericht Berlin hat den Antrag der AfD abgelehnt. Die Begründung, muss man ganz einfach so sagen, ist abenteuerlich. Wir haben zwar mit dem Betreiber des Ballhauses Pankow einen gültigen Vertrag abgeschlossen und eigentlich müsste er auch an uns vermieten. Er trägt aber vor, dass er massiv bedroht worden ist, dass es für ihn nicht zumutbar sei, seinem Vertrag nachzukommen. Man habe ihm gesagt, dass man wiederkommen werde, wenn die Veranstaltung stattfinden sollte. Man wisse, wo er wohne und wo er und seine Familie unterwegs seien. Auch wenn er die Polizei einschalte, werde, also die Bullen, haben sie gesagt, werde man sich wiedersehen. Die Konsequenzen können nicht anders verstanden werden als eine direkte Bedrohung von Leib und Leben einer Person und seiner Familie. Im Prinzip ist kein Vertrag mehr rechtssicher, weil sobald er von der linken oder auch, ich will das durchaus sagen, auch von der rechten Seite bedroht wird, braucht er diesen Vertrag nicht mehr zu erfüllen. Und es ist auch sonnenklar, dass der Senat sich nicht länger aus der Verantwortung ziehen kann. Er muss linken Gewalttätern entschlossen entgegentreten und der AfD öffentliche Räume für die Durchführung ihres Parteitages zur Verfügung stellen. Und ich denke, jetzt muss sich der Staat, der Rechtsstaat, ganz eindeutig positionieren, muss sich durchsetzen und muss auch das Recht und die Freiheit und die Unversehrtheit seiner Bürger gewährleisten. Von den politisch Verantwortungen tragen, verlangen, dass sie diesem Treiben von Linksextremisten und von Linksterroristen endlich ein Ende setzen.